This is a world on wire. Streams of information. Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Markus, der Bandpapa, auf der Warehouse Stage mit meiner bezaubernden Kollegin Vera Sommer. Hallo Vera. Hallo Markus. Wie geht's? Gut. Heute sind wir in Mauve unterwegs. Wie heißt die Farbe? Mauve. Ja, ich habe eben versucht herauszufinden, wie diese Mützenfarbe heißt. Ich finde sie ganz wundervoll. Nicht wahr? Vera, wie geht's dir? Gut geht's mir. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist super. Ja, Folge 5 tatsächlich mittlerweile schon von unserem Bücherwurm. Ja. Und wir haben natürlich auch einen Gast mitgebracht, wie das so ist. Nee, ihr kennt das ja. Vielleicht vorneweg schon mal kurz zur Info, die es noch nicht gesehen haben. Der Warehouse Stage Bücherwurm ist ein Projekt, das wir gestartet haben, weil wir gesagt haben, hey, es gibt nicht nur Bands, es gibt auch AutorInnen, Schreibende, wie auch immer. Und denen wollten wir ein kleines Forum geben und das haben wir getan. Die ersten 4 Folgen waren sehr divers, sehr unterschiedlich. Sehr divers, ja. Also auch was die Themen, was die Texte anging. Heute haben wir, glaube ich, Fiktion. Freue ich mich drauf. Und ja, das bringt mich zu unserem Gast. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Christian Boksch. Christian, wie geht's? Ja, mir geht's richtig gut. Dir geht's richtig gut, das ist schön. Erzähl uns was zu deinem Text. Was hören wir heute von dir? Was, oder vielleicht auch zu deiner Person. Stell dich kurz vor, was machst du, wer bist du, wieso bist du? Ja, wieso bin ich? Christian Boksch aus Siegen und da studiere ich an der Universität Literatur, Kultur, Medien und Geschichte. Leider schon länger, als ich wollte, aber... Das gehört dazu. Ja, das Geisteswissenschaften, ja, das genau. Ich meine, das wäre ja, wenn man das in Regelstudienzeit machen würde... Nein, dann hast dahin. Du das nicht. Dann hast du das nicht durchgespielt. Super. Nee, und da bin ich bei den Literalisten und wir organisieren auch selber so ab und zu Lesungen für Studenten und mit Katharina, die ja auch schon hier vor... gelesen hat. Genau. Bin ich ja auch in der namenlosen Lesung, versuchen wir. Wo ich schon mal lesen durfte. Ja, genau. Connections. Also das ist Tipp, ne? Die namenlose Lesung in Siegen, ganz tolles Ding. Ihr habt ein Instagram, ne? Ja, genau. Ja, die namenlose Lesung heißt der auch, glaube ich, ne? Ja, genau, da wollten wir uns einfach niedrigschwelliges Angebot machen. Ja, super. Das ist sehr entspannt. Ist das immer im Shellac, weißt du das? Ja, immer. Also wir hatten bisher eine Lesung. Ach so, aber das soll so sein. Bei der Premiere, wo du dabei warst. Und wir wollen es auch weiter im Shellac auch machen. Super. Also, wenn ihr Bock habt, die namenlose Lesung auf Instagram. Kurz erklären, mal natürlich. Das Prinzip der namenlosen Lesung. Ja, das Prinzip. Wir beschreiben das am besten. Also wir hatten ewig nach einem Namen für die Lesung gesucht und dann haben wir gedacht, dann lassen wir die einfach ohne Namen. Und wir wollen das dann anbieten, dass sozusagen jedes Mal, wenn diese Lesung stattfindet, können die Zuschauenden sich überlegen, wie sie das nennen würden. Sozusagen, dass wir dann sozusagen jeder Lesung vielleicht auch einen eigenen Namen geben könnten, jeder Veranstaltung dann, die dann stattfindet. Einfach so ein bisschen, wir wollen das jetzt nicht so unter einem bestimmten Oberthema machen, sondern dass viele verschiedene Leute ihren Input einfach geben können und den mit der Welt teilen, sozusagen. Mhm. Wir wollen auch so möglichst offen sein für alle. Also, bei dir war das ja eher Fantasy, wenn ich das... Mir war das Fantasy, so. Ich erinnere mich, aber es war ja auch, glaube ich, ein Poetry Slammer dabei. Mhm, genau. Und also ganz unterschiedliche Texte, auch sehr ernste Texte teilweise, auch sehr lustige Sachen. Mhm. Was waren wir? 5, 6 Lesende, glaube ich. Ja, genau. Und das war cool. Ich glaube, ihr hattet für den Namen, hattet ihr vorher dann bei Insta gefragt, so, wie soll das denn heute heißen? Ja, genau. Ja, und dann gibt es so, das finde ich eine coole Idee eigentlich. Und da kann jeder mitmachen, der seine Geschichte lesen möchte oder Poetry Slam oder... Ja, genau. Also wir wollen nicht nur für, das von den Literalisten, das war ja vor allen Dingen auch für Studenten gedacht, aber wir wollen das jetzt so für alle öffnen. Mhm. Ganz einfach, ja, ich denke... So Angebote also auch so Angebote, wie ihr hier macht, fehlt ja einfach. Mhm. Weil es ja kaum so die Möglichkeit gibt, so im Laienbereich einfach mal was zu lesen. Ja. Und wie kann man sich da anmelden? Über Instagram dann? Oder? Ja, genau, am besten über Instagram. Wir haben jetzt leider schon für die nächste, oder zum Glück, für die nächste Lesung schon alles voll. Aber auf jeden Fall, wir hoffen ja, dass es noch weitergeht. Ja. Den Link fügt ihr ein? Oder das machen wir bestimmt, ja. Also ich glaube, die Warehouse Stage folgt der namenlosen Lesung. Also ihr kriegt das hin, namenlose Lesung auf Instagram, Siegen.
Ansonsten mal über Schellack Siegen, glaube ich, mal gucken. Da findet man euch auch. Und natürlich würden wir dann hier unten so in diesen Link. Genau. Das mache ich einfach, um es zu vereinfachen. Genau. Hier steht übrigens auch ein Spendenlink, um jetzt mal kurz den Werbeblock einzubinden. Also wenn ihr das gut findet, was wir machen, gerne. Also wir machen das hier ehrenamtlich, aber natürlich ist das mit Kosten verbunden. Also wir freuen uns, wenn das Ganze auch unterstützt wird. Wie du gerade sagtest, ne? Also für Laien, für Leute, die vielleicht nicht populär, noch nicht berühmt sind, wie auch immer. So soll das sein, ganz bunt und ganz gemischt. Klingt super. Sollen wir mal vielleicht in deinen Text reinhören, den du mitgebracht hast? Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Möchtest du was dazu erzählen oder wollen wir das im Anschluss machen? Vielleicht würde ich noch was vorher sagen dazu, weil also das Konzept von dem Text war, dass sozusagen zwei, ja, man könnte sagen, dass es zwei Ebenen gibt in der Geschichte. Und ich würde jetzt mit der ersten Ebene anfangen. Die gehört sich jetzt erstmal seltsam an vielleicht. Ja, Spannung aufbauen. Aber die soll immer auch ein bisschen so das in absurd reflektieren, was auf der tatsächlichen Ebene so stattfindet. Aber ich würde jetzt einfach mal aufhören, so irgendwelche Theorien hier aufzustellen und einfach mal vorlesen. Okay. Hau rein, deine Bühne. Christian Boksch. Toxal, der Blutsäufer. Toxal schnaufte und umklammerte den hölzernen Griff der Streitaxt mit seinen schwieligen Händen. Eine grünliche Flüssigkeit klebte an der Schneide und tropfte zäh zu Boden. Vor ihm wütete Tuliperion und massakrierte seine Kameraden. Zuckende, meterlange Wurzeln brachen aus dem Boden hervor und packten all jene, die nicht rechtzeitig ausweichen konnten. Die zuckenden grünen Tentakel umschlangen sie und warfen die Unglücklichen nacheinander in den riesigen, gelben Blütenkelch, wo ihre Schreie gurgelnd verstummten. »Tu endlich was, Toxal«, schrie Yomama durch den Kampflärm und spannte die Sehne seines verzierten, hölzernen Bogens, als er einen neuen Pfeil auflegte. Toxal nickte und rannte los. In immer größeren Schritten näherte er sich Tuliperions Schlund, der sich ihm zuwandte und sein letztes Opfer ausspuckte. Immer neue Wurzeln stachen aus dem Boden, um ihn zu Fall zu bringen, doch sie hatten gegen seine Axt keine Chance. Dann sprang Toxal, einen Kampfschrei fiescher Gewalt ausstoßend, und hackte seine Axt tief in den Stängel der kreischenden Tulpe. Sie haben die Errungenschaft freigeschaltet, die Sprache der Blume. Besiege die Terror-Tulpe Tuliperion in den Hallen des verrückten Floristen. Was für Blumen schenkt man einem Mann? Torben stand völlig ratlos in der Mitte eines kleinen Blumengeschäftes. Schnittblumen in den verschiedensten Farben ragten aus Kunststoffvasen und auf den Verkaufstischen waren Gestecke für unterschiedliche Anlässe ausgestellt. Aus manchen ragten kleine Holzschildchen mit Glückwünschen oder anderen positiven Botschaften hervor. Narzissen oder Rosen? Vielleicht vergissen man nicht oder eine strahlende Chrysantheme? Torben merkte, umringt von Dutzenden Azaleen plötzlich, wie schlecht er Max eigentlich kannte. Nicht einmal seine Lieblingsfarbe wusste er auf Anhieb. Von der Lieblingssorte bei Blumen ganz zu schweigen. Andererseits, haben Männer so etwas überhaupt? Er dachte nach. Dort, wo Torben aufgewachsen war, hatten viele Männer mit viel Hingabe Rosen gezüchtet, aber keiner von ihnen hatte sich welche ins Haus gestellt, noch nicht einmal ihren Ehefrauen als Aufmerksamkeit geschenkt, bemerkte er. Die Blumen sollten eher die Fußgänger beeindrucken als die Besitzer erfreuen. Zunächst hatte Torben noch gehofft, durch sein desorientiertes Herumstehen die Aufmerksamkeit einer der Angestellten auf sich zu ziehen. Dann wäre er vielleicht überraschend angesprochen worden und hätte sich umständlich sein Problem erklären müssen. Aber bei Blumenrüters schien es sich um ein Geschäft zu handeln, das der, wie er es nannte, Zwei-Kunden-Doktrin folgte. Dabei werden alle Kunden in zwei Klassen eingeteilt. Die eher lästigen Massekunden ohne eigene Identität und einen überschaubaren elitären Kreis von Individuen, die freundlich und bevorzugt bedient werden. Torben gehörte in solchen Fällen meistens zu der ersten Kategorie, was er auch nicht bedauerte. Es schützte ihn davor, sich ernsthafter mit den Angestellten zu beschäftigen. Außerdem ließ sich ein Einkauf ruhiger angehen, wenn nicht ständig Beratung aufgedrängt wurde. Nur jetzt, in diesem speziellen Fall, bedauerte er sein Privileg. Er entschied sich dazu, die Auswahl interessiert anzusehen, um Zeit zu gewinnen. Die Hände in den tiefen Taschen seines Parkas schlenderte er entlang der Verkaufstische. Immer wieder blieb er stehen, um den Kopf etwas zu neigen.
gerade als er sich herunterbeugte, um das Preisschild eines Blumenstraußes, den er nicht kaufen wollte, zu betrachten, ertönte die Stimme der Blumenhändlerin hinter ihm. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie und band gleichzeitig mit wenigen gezielten Handgriffen kleine Blumensträuße zusammen. Torben atmete erleichtert auf. »Ich weiß nicht genau, was ich suche, ob ich eher einen Strauß oder ein Gesteck nehmen sollte.« »Für welche Gelegenheit denn?«, fragte sie, weiterhin in ihre Arbeit vertieft. »Für eine Beerdigung.« Als Torben das Blumengeschäft verlassen hatte, vibrierte einmal kurz sein Handy. Im Weitergehen versuchte er danach zu greifen, was sich als schwierig erwies, da er das Handy aufgrund dessen Größe und seiner Sehnsucht nach Komfort in einer der unteren Taschen seiner Cargohose zu tragen pflegte. Er blickte sich also kurz um wie ein sehr schlechter Spion und humpelte dann 4 Schritte gebückt über den Bürgersteig, mit der rechten Hand in den Taschen nach dem Handy suchend. Als es fest in seiner Hand lag, richtete er sich schnell wieder auf und blieb stehen. Es war eine Sprachnachricht von Sven. Nach einigen Geräuschen, es erinnerte Torben an ein Knuspern, setzte die Stimme seines Freundes ein. »Sag mal schnell, hast du die Blumen für die Beerdigung bekommen?« Torben überlegte, was er antworten konnte. Eigentlich hatte Sven und er, zusammen mit einigen anderen alten Bekannten von Max, vorgehabt, gemeinsam etwas für dessen Beerdigung zu organisieren. Aber die demokratischen Wahlen und Diskussionen über das Internet hatten sich festgefahren. Ständig wurden Termine für Treffen und Meetings gesucht, obwohl klar war, dass niemals alle Zeit hätten. Den meisten kam der Tod ihres Freundes einfach zu kurzfristig und nun konnten sie ihre Urlaubsplanung nicht mehr ändern. Eigentlich war sich Torben sicher, dass sie zu keinem gemeinsamen Entschluss kommen würden, bis Max unter der Erde war. Wahrscheinlich würden sie sich noch Jahre später streiten. Andererseits wollte er auch nicht wieder der sein, der für die anderen Geld vorstreckte. Also schrieb er Sven hoffnungslos, wie viel die verschiedenen Optionen für Gestecke und Grenze kosten würden. Er versuchte nach dem Abschicken der Nachricht, die wenigen Momente vor der Antwort zu genießen. Dann vibrierte das Handy. Die Sprachnachricht begann erneut mit einem langen Augenblick der Stille. »Ja. Ich denke, wenn es um Geld geht, dann ist das immer eine finanzielle Frage.« Torben musste sich an der Karosserie seines geparkten Autos abstützen, bis er die Kraft gefunden hatte, sich hineinzusetzen. Während er den Schlüssel im Zinsschloss drehte, dachte er, »Danke.« Torben verstand seinen Freund einfach nicht mehr und dachte lange darüber nach, wann das begonnen hatte. Aber gibt es da einen genauen Moment? Er erinnerte sich an eine Begebenheit, die sich vor einigen Jahren ereignet hatte. Sven lehnte in seinem knarzenden Bürostuhl zurück und verschränkte seine Arme vor der Brust. Zusammen mit den hochgezogenen Augenbrauen strahlte Sven das höchste Maß der ihm möglichen Erhabenheit aus. »Weißt du, warum ich nur weibliche Charaktere erstelle und spiele?«, fragte er Torben, der seinen Eistee schlürfte und ein Eisstück zwischen den Kähnen knirschen ließ. Dieser schüttelte seinen Kopf. »Weißt du, wie lange wir auf den Hintern von unseren Avataren auf dem Bildschirm starren? Wie viel Zeit du damit verbringst, einem Elfen in den Arsch zu blicken?« Vor Schreck zermalmte Torben das Eisstück zwischen den Zähnen. »Deswegen erstelle ich nur weibliche Kriegerinnen und Magierinnen.« In diesem Moment, so wurde Torben später klar, hatte ihre Freundschaft den Zenit weit überschritten. Es gab nichts mehr zu sagen, jedenfalls nichts Entscheidendes oder Tiefsinniges. Sven hatte Torben einen kurzen Augenblick in sein inneres Wesen offenbart und dieser wusste sofort, dass er an diesem Ort nicht bleiben wollte. Er wunderte sich, während er darüber nachdachte, wie man das Gefühl haben konnte, etwas verloren zu haben, ohne es je besessen zu haben. Danke. Großartig. Ja, wirklich cool. Sehr amüsant auch. Ja, und sehr, sehr realitätsnah. Also du hast ja gesagt, du sprachst ja von diesen beiden Ebenen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, was für Blumen kauft man Männern denn dann jetzt? Ja, da habe ich mich auch direkt gefragt. Also wirklich, hat mich nicht losgelassen, die Frage. Welche Lieblingsblume hast du denn? Also in dem Kontext. Eine Tulpe. Eine Tulpe. Hätte man jetzt vielleicht erahnen können. Und ich wüsste es gar nicht. Vergiss mal nicht vielleicht. Oh, die sind auch schön. Ja. Klasse. Ist das Teil einer größeren Geschichte, die da, an der du arbeitest? Ja, irgendwie. Ich arbeite, glaube ich, an so vielen größeren Geschichten und habe dann immer nur so kurze Ausschnitte schon aufgeschrieben. Mhm. Da kommt man vielleicht nicht drauf, aber es gab... Ich bin da auf die Idee gekommen, diese Geschichte zu schreiben,
weil es gab, ja, vor einigen Jahren ist das jetzt schon, ist alles irgendwie schon vor einigen Jahren, wo ich denke, das ist eigentlich vor kurzem gewesen. Das ist Corona. Ja, Corona ist an einem schuld. Mhm. Aber schön, dass du in dem Moment husten musst. Da war im Rahmen von World of Warcraft so ist zu einem Streit gekommen, weil jemand hatte seinen Avatar, den er da erstellt hat, für mehrere tausend Dollar verkauft, wegen der Ausrüstung, die dieser Avatar eben hatte. Ja. Und das hatte mich so dahin geführt, was wäre denn, wenn jetzt jemand aus meiner Generation wirklich stirbt und dann auch so sozusagen, ja, dem seine Werte oder sein Erbe sozusagen nicht irgendwie, ja, eine teure Kamera ist oder sonst irgendwas, sondern eben so in einem Computerspiel irgendwas. Und was gehört uns da eigentlich wirklich? Weil ist ja auch mit, wir haben ja kaum noch CDs oder so mit Musik. Und das heißt, es geht am Ende darum, dass einer der Charaktere in deiner Geschichte einen Avatar geschaffen hat. Dieser, der Tote, der Max. Und Toxal ist dieser Avatar. Und ich, ja. Hatte ich dann überlegt, so sozusagen der Avatar erlebt eine Geschichte und gleichzeitig erleben halt sozusagen die Menschen in der echten Welt eine Geschichte. Mich macht's gerade voll neugierig. Total. Also wirklich. Was ich total witzig fand, ist so diese Szene, wo er seinen Kumpel fragt, oder wo der sagt, dass er immer weibliche Avatare erschafft, weil man denen die ganze Zeit auf den Hintern guckt. Mhm. Ist ja tatsächlich so. Ne? Ich glaube, die sind in diesen Rollenspielen, also ich kenne das nicht so, ich bin kein Zocker, kein Gamer, aber die laufen ja eigentlich die ganze Zeit so im Bildschirm vorne und man sieht die so von schräg hinten, von oben. Ne? Irgendwie. Ja. Total spaßig. Also. Die sind ja auch figurtechnisch total fernab von der Realität. Einfach um vielleicht, sorry jetzt, ihr lieben Männer, ne, aber was? Vielleicht eben auch um euch zu bedienen. Was? Also kann man da jetzt vielleicht auch nochmal gesellschaftskritisch drauf schauen. Könnte man theoretisch, ne? Aber wie gesagt, ich spiele sowas nicht. Ich habe das natürlich aber auch mitgekriegt. So, ne? Das ist, es gab eine... ich glaube, bei The Big Bang Theory gab es auch mal eine Folge, wo es genau darum ging, dass sich zwei Avatare irgendwie kennengelernt haben. Und da war das auch ganz lustig, weil das auch, ich nenne es jetzt mal, geschlechterverdreht gewesen ist irgendwie. Und ich krieg's nicht mehr genau auf die Kette. Aber das ist schon interessant, dieser Ansatz eben auch zu sagen, was ist denn sowas wert? Ja, das ist ja wie ein Bitcoin eigentlich, ne? Ja. Weil eigentlich ist ein Bitcoin nix. Aber wenn ihn jemand will und wenn ihn noch jemand will und wenn ihn viele Millionen Menschen haben wollen, dann wird er plötzlich was wert, ne? Entschuldigt bitte, Leute, wenn das jetzt nicht das ist, was es ist, dann klärt uns bitte auf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber das klang gut, was du gesagt hast. Sehr fundiert. Cool. Ja, also bitte schreib gerne weiter. Mich würde es tatsächlich sehr interessieren, wie das da mit Tulip. Toxal. Toxal. Tulip war der. Tuliperium war der Böse. Ne? Genau. 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 Ja, bekämpfen muss. Geil, auch Tuliperium finde ich gut. Von Tulpe, ne? Deswegen auch die Tulpe, ja? Ja. Vergiss mal, nicht Therion klingt vielleicht nicht. Na, das. Gerberaton. Habe ich nämlich auch gerade gedacht. Meine Lieblingsblume ist Gerbera. Ja, guck mal. Habe ich nämlich auch. Mal geregnet. Ganze Blümchen. Sehr schön. Großartig. Ja, spannendes Ding. Also, Leute, gibt's irgendwie was, wenn jetzt jemand sagt, hey, das fand ich total gut und jemand möchte dich jetzt, vielleicht wollt ihr ihn ja mal einladen. Hast du irgendwie einen Kontakt oder hast du irgendwas, was wir verlinken dürfen? Oder irgendwie, oder findet man dich über die namenlose Lesung, wenn man Kontakt aufnehmen möchte mit dir? Ja, am besten über die namenlose Lesung. Ja? Genau. Gut. Da. Habt ihr das jetzt gehört, ne? Über die namenlose Lesung? Das verwaltest du, das Konto wahrscheinlich dann. Ne? Ja, genau, mit Katharina. Super. Ne? Also ganz großartig. Wenn die anderen Texte und Projekte auch alle so sind, bin ich gespannt auf den Schrank voll Bücher, der da kommt. Ja. Ich auch. Großartig. Lieber Christian. Hast du noch was für uns? Nee, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Das ist schön. Das hat man gerne. Vera, hast du noch was für uns oder für Christian oder für die Leute draußen? Genießt euer Leben. YOLO! YOLO, mit dieser tiefgehenden Philosophie möchten wir uns bedanken für
Ja, die heutige Folge, danke Christian nochmal, danke euch draußen, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das gefallen hat, gerne weiter teilen. Abonniert den Kanal von uns, das hilft uns so ein bisschen. Und wie gesagt, ihr könnt gerne Vereinsmitglied werden, das Ganze unterstützen. Ansonsten hilft es auch, wenn man eine einmalige Spende kriegt oder tatsächlich, wenn ihr einfach nur darüber sprecht. Also wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, ey, da hat der oder die auch was geschrieben und das könnte doch passen, kein Problem, geht auf warehousestage.de, da findet ihr meine Mailadresse, bandpapa@warehousestage.de. Und einfach mal melden mit einer Leseprobe und dann melden wir uns bei euch und vielleicht sitzt ihr bald schon, ich hätte versucht, bei Vera und mir auf der Couch. Das ist vielleicht nicht das richtige Axiom. Nee, nicht, heißt das Axiom? Nee, wie heißt sowas? Egal. Ihr sitzt auf der Couch, wir sitzen dann hier. So ist das, wir sehen uns in Folge 6 wieder. Das war der Warehouse Date mit der Wurm. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. There's a world on wire. Streams of information.